Es freut mich ja jedes Mal total, wenn mich irgendjemand anschreibt und mir erzählt, hey, ich bin das erste Mal zum Tabletop-Hobby durch Dice gekommen. Das ist, finde ich, eine Sache, worauf ich doch ziemlich stolz bin. Aber Tabletop besteht natürlich auch nicht nur aus dem Spielen, sondern auch aus dem Malen. Und da gibt es gerade von den Leuten, die einsteigen, ganz viele Fragen, die auch vollkommen gerechtfertigt sind. Unter anderem, wie schaffe ich es, dass meine Pinsel nicht sofort kaputt gehen? Ich habe schon viele dieser Fragen bekommen und habe auch schon viel mit Anfängern geredet und habe jetzt einfach mal deswegen eine kleine Liste gemacht von Dingen, die man beachten sollte, um den Pinsel sauber und heil zu lassen. Und wir zählen jetzt einfach mal, wie oft wir alle kichern müssen bei Pinsel und Dippen und Stippen. Moin moin liebe Hobbyisten, heute gibt es ein etwas anderes Tutorial. Ich bemale heute nämlich keine Figur oder zeige eine Maltechnik. Nein, wir kümmern uns heute mal um die Pinsel. Miniaturen bemalen wir mit Pinseln, auf die wir Farbe auftragen. Logisch, sagen viele. Aber durch meine Zeit bei Dice und durch meine Arbeit mit vielen Neueinsteigern im Hobby sehe ich immer wieder akute Fehler, die gemacht werden. Das Ergebnis sind zerstörte Pinsel, welche weggeworfen werden, da man mit diesen nicht mehr wirklich richtig malen kann. Und auch wenn ich jetzt viele in den Kommentaren unken höre, gerade du willst was über Pinselpflege erzählen, wobei deine Pinsel total beschissen aussehen? Japp, will ich, denn viele meiner Pinsel benutze ich seit mehreren Jahren und sie funktionieren immer noch. Ich denke, das hat schon einiges zu sagen. Auch gibt es unterschiedliche Arten, seine Pinsel zu pflegen und damit umzugehen. Dies ist natürlich nur die Methode, die ich verwende, beziehungsweise mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Andere Leute werden da wahrscheinlich anderes sagen. Punkt 1. Farbe aufnehmen. Wenn ihr Farbe auf dem Pinsel aufnehmt, dann tunkt nur die Pinselspitze in die Farbe. Also nicht die Borsten bis zum Anschlag rein in die Farbe ballern. Warum nicht? Acrylfarbe trocknet sehr schnell aus. Und das betrifft nicht nur die Farbe auf der Spitze, sondern auch zwischen den Borsten und direkt an der Fassung. Gerade dort ist es schwer, die Farbe wieder herauszubekommen. Wenn diese dort trocknet, bildet sich eine ausgehärtete Farbschicht, welche die Haare spreizt und der Pinsel dadurch die Form verliert. Also lieber nie ganz reintunken, sondern nur mit der Spitze die Farbe aufnehmen. Punkt 2. Auswaschen. Wie eben schon gesagt, die Acrylfarbe, die wir benutzen, trocknet sehr schnell aus. Um zu verhindern, dass dadurch die Haare verklebt werden, sollte der Pinsel nach jedem Gebrauch ausgiebig in Wasser gereinigt werden. Ich mache das meist immer so beim Farbwechsel oder auch wenn ich merke, dass die Farbe langsam auf den Pinseln zu trocknen beginnt. Dazu benötigt ihr immer ein Glas Wasser. Den Pinsel in das Wasser halten und ordentlich im Wasser ausschütteln. Macht das ruhig doll, damit die Farbe sich aus den Haaren löst. Aber drückt den Pinsel bloß nicht auf den Boden auf. Macht das auf gar keinen Fall, denn dadurch kann und wird sich die Form verbiegen und der Pinsel wird sofort unbrauchbar. Naja, passt sofort. Holt dann den Pinsel aus dem Malwasser heraus und trocknet ihn mit einem Küchentuch ab. Sollte er noch Farbe hinterlassen, dann reinigt ihn einfach nochmal. So lange, bis er keine Farbe mehr hinterlässt. Rollt am besten beim Trocknen schon eine Spitze, sonst formt diese mit den Fingern einfach nach. Punkt 3. Pinsel im Wasser stehen lassen. Lasst niemals über längere Zeit den Pinsel im Wasser stehen, außer ihr braucht seine Form nicht mehr. Erstens zerdrückt ihr bei einem normalen Becher die Spitze, wenn der Pinsel im Wasser steht, und zweitens zerfasern die Haare, wenn der Pinsel zu lange im Wasser ist und werden spröde. Also nur Pinsel im Wasser stehen lassen, deren Spitze oder Feinheit nicht mehr von euch benötigt werden. Zum Beispiel bei einem Pinsel, der nur zum Mischen da ist. Punkt Nummer 4. Pinselreinigung. In regelmäßigen Abständen solltet ihr eure Pinsel gründlich reinigen. Ich benutze dazu einen Pinselreiniger, welchen ich damals beim Tabletop-Shop gekauft habe. Solche Mittelchen bekommt ihr aber von diversen Herstellern und Händlern. Diese Pinselreiniger sind normalerweise sehr hochprozentig. Das heißt, sie haben einen sehr starken Alkoholgehalt. Ihr solltet den Kram also bloß nicht trinken. Aufgrund des hohen Alkoholgehaltes verdunstet das Mittel gerne mal schnell, weshalb ihr die Flaschen nie lange offen stehen haben solltet. Der Pinsel wird jetzt in das Mittel getunkt. Ich schüttel ihn dann ungefähr 20 Sekunden in dem Mittel aus und lege ihn dann nebenbei. Dort lasse ich den Pinsel mit dem Reinigungsmittel ca. 5 Minuten liegen und wasche ihn anschließend im Malwasser aus. Sollte sich dann noch eingetrocknete Farbe im Pinsel befunden haben, hat diese sich im Idealfall gelöst und wird im Malwasser und im Küchentuch ausgewaschen. Punkt Nummer 5. Pinselpflege.
Dieser Punkt muss nicht unbedingt bei allen Pinseln funktionieren. Gerade Kunsthaarpinsel reagieren anders als Echthaarpinsel. Wie unser Haar benötigt auch das Haar eines Malpinsels nicht immer nur eine Reinigung, sondern auch ab und zu einen kleinen Luxus. Und damit meine ich jetzt keine Massage der Kopfhaut, sondern einen kleinen Pflegegang, damit die Haare wieder in Form kommen und schön weich werden. Dafür benutze ich den Pinselschoner, welchen ich ebenfalls damals beim Tabletop-Shop gekauft habe. Aber auch diese Pinselschoner gibt es bei verschiedenen Herstellern und Shops. Und auch diese sind meist wieder hochalkoholisch. Also Vorsicht bei der Anwendung. Der vorher gereinigte und von allen anderen Mitteln befreite Pinsel wird nun mit den Haaren in das Mittel getunkt und direkt wieder herausgezogen. Nun lege ich den Pinsel meist auch ungefähr um die 5 Minuten zur Ruhe und lasse das Mittel einwirken. Danach den Pinsel einfach wieder im Malwasser auswaschen und trocknen. Alternativ könnt ihr für diesen Schritt auch eine Haarspülung verwenden. Klingt zwar komisch, ist aber so. Wer jemals eine Haarspülung verwendet hat, weiß nämlich, wie weich die Haare danach sind. Und sollte es sich um Echthaar handeln, dann ist eine Spülung auch gut für dieses Haar. Punkt Nummer 6. Dabei bleiben. Kümmert euch aktiv um eure Pinsel. Regelmäßige Reinigung und Pflege steigern die Haltbarkeit eindeutig. Gerade wenn man einen Pinsel für ca. 20 Euro kauft, ist es schon ärgerlich, wenn sich dieser nach wenigen Wochen verabschiedet, ja, weil man ihn zerstört hat. Aber denkt ebenfalls daran, nicht zu übertreiben und zum Beispiel die Pinsel in die Pflegeprodukte einlegt und stehen lasst. Denn dadurch kann es auch passieren, dass die Borsten die Form verändern und der Pinsel ebenfalls unbrauchbar wird. Punkt Nummer 7, Fassung reinigen. Jetzt kommt ein richtiger Lifehack. Es kommt im Laufe der Zeit vor, dass Farbe auf die Fassung kommt und damit eintrocknet. Das ist an sich nicht so schlimm, es sieht aber irgendwann scheiße aus. Die Farbe abzupulen ist dann aber auch irgendwie nur nervig. Da gibt es natürlich einen leichteren Weg. Jeder, oder ich würde sagen fast jeder von uns, besitzt ein Skalpell zum Basteln. Wenn ihr vorsichtig seid, könnt ihr nun ohne Probleme die Farbe mit einer einfachen Bewegung vom Metall runterkratzen. Natürlich immer etwas vorsichtig sein, wenn es Richtung Borsten geht. Aber so könnt ihr schnell die eingetrocknete Farbe von der Fassung entfernen. Idealerweise solltet ihr dies vor dem eigentlichen Reinigen machen, da etwas von der abgekratzten Farbe in die Haare geraten kann. Das waren auch schon meine Tipps zur Pinselpflege. Ich hoffe, es hat euch geholfen und gerade die Anfänger unter euch haben einiges mitgenommen. Habt ihr weitere Tricks und Tipps zum Erhalten der Pinsel? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich lerne ja auch immer gerne dazu. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Pinselschrubben. Gut, die konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.